Mein Name ist Rainer Rilling. Ich bin Mitglied des Vorstandes der Rosa-Luxemburg-Stiftung und ich freue mich, dass ich die Tagung die neuen Weltumordnungskonflikte im Trump-Zeitalter eröffnen kann. Diese Friedenskonferenz 2018 der Rosa-Luxemburg-Stiftung findet am 7. Tag des Angriffs der Armee des NATO-Staates Türkei auf Afrin statt und die Region. Und seit dieser Zeit läuft auch die Kriegsdiplomatie auf Hochtouren. Überall ist man in großer Sorge, man ist sehr besorgt, man möchte Zurückhaltung, Mäßigung und Respekt einfordern. Und von deutscher Seite hört man, man habe keine eigenen Erkenntnisse, auch kein vollständiges Lagebild und überhaupt könne man den ganzen Vorgang völkerrechtlich nicht einordnen. Selten habe ich solche Fake News gehört wie das. Das Lagebild ist auch glasklar. Das Erdogan-Regime und die mit ihr verbündeten Milizen überziehen jene Kurden und Kurdinnen mit einem Krieg, jene, die den IS zurückgedrängt und mit, besiegt kann man nicht sagen, aber doch in diese Richtung aktiv gewesen sind. Und sie treffen auch die nicht-kurdischen Aleviten und Jesiden in der Region. Das Erdogan-Regime betreibt die militärische Ausweitung des Staatsgebietes der Türkei. Territorialkriege kommen so langsam wieder in den Vordergrund. Aktuell ist die Bundesrepublik Kriegspartei. Politisch durch besorgtes Schweigen, praktisch durch ihre Rüstungsexportpolitik und durch ihre eigene Präsenz. Auf unserer Tagung wird morgen Axel Gehring über die Türkei und die gegenwärtige Offensive sprechen und sie analysieren. Und deswegen wollte ich kurz auf diese Erklärung hinweisen, die am Eingang lag und die unterschrieben werden kann. Es war in diesem Münzenbergsaal vor ziemlich genau 10 Jahren, als wir hier eine Tagung gemacht haben mit dem Titel After Bush. Mir ist das erst vorgestern aufgefallen. Es war eine Veranstaltung, zu der wir vor allem linke Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus den USA eingeladen haben. Und zwei der dort Eingeladenen sitzen auch hier auf dem Podium, er und er, die damals versucht haben, mit der Situation des Wahlergebnisses fertig zu werden. Der Tenor war eine große Erleichterung damals. Auch dieses Podiums damals. Es war eine Erleichterung über die Niederlage der mächtigen US-amerikanischen Rechten, der regierenden Rechten dort und des imperialen Unilateralismus ihrer politischen Krieger. Zugleich muss man sagen, heute haben wir es mit einem Sieg der Rechten und keiner Niederlage zu tun. Und einem bislang nicht gestoppten Vormarsch der globalen politischen Rechten. Damals überwogen auch, entgegen der öffentlichen Resonanz, vor allem in Deutschland, die Skepsis und die Kritik an der neuen Administration. Das hat sich bestätigt. Am Anfang war die Obama-Regierung in 4 Kriegen involviert, am Ende der Amtszeit Obama waren es 7. Und nun Trump, heute in Davos, auf dem Königstreffen des Kapitals, keineswegs in der Höhle des Löwen, wie es in den Medien häufig heißt. Ich habe gelesen, dass er zu Abend gegessen hat. An seiner Seite saß der Siemens-Vorstandschef, Joe Kaeser,
und er hat ihm, Zitat, seinen Glückwunsch zur Steuerreform übermittelt. Wir wollen auf dieser Tagung eigentlich wenig über Trump sprechen, wenn ich das richtig sehe, sondern über die Verschiebung in der geopolitischen Weltordnung und ihrem imperialen Machtgefüge und den damit zusammenhängenden Konflikten, Akteuren und Kriegen. Applaus.